Hallo bei Nerd für Medizin. Das Setting kennt ihr schon. Neben mir sitzt Matthias Baumgärtel. Wer das letzte Video kennt, kennt Matthias auch schon. Für alle, die ihn nicht kennen, er ist nicht nur ein hervorragender Intensivmediziner, sondern beschäftigt sich auch schon seit langer Zeit mit dem Thema ECMO und mit ECLS. Und ECLS werden viele vielleicht schon aus Foren kennen oder aus aktuellen Publikationen. Aber manch einer wird sich denken, was bedeutet das denn eigentlich im Detail? Und deswegen habe ich mit Matthias geholt, mal mit ihm darüber zu sprechen. Also ECLS, was ist das eigentlich? ECLS steht für Extracorporeal Life Support, bedeutet, dass wir die Organsysteme durch ein technisches Gerät ersetzen, in unserem Fall durch die ECMO-Pumpe mit Oxygenator und dem entsprechenden Schlauchsystem. Okay, ECMO, das klingt ziemlich cool, aber das bedeutet ja im Endeffekt, dass wir einen Patienten einfach weiterleben lassen können, obwohl sein Herz steht. Matthias, sollten wir deswegen einfach immer ECLS anwenden bei jeder Reanimation? Nee, um Gottes Willen, nein, das ist nicht indiziert. ECMO in der Reanimationssituation sollte man ganz bestimmten umschriebenen Patientenkollektiv durchführen. Das heißt, die Patienten müssen zum einen jung genug sein, sie dürfen keine Vorerkrankung haben und vor allem dürfen sie keine zu lange No-Flow-Zeit gehabt haben und sie müssen eigentlich einen defibrillierbaren Rhythmus haben, damit sie in Frage kommen, damit wir sie in die ECMO anschließen in dieser Situation. Okay, also ein relativ klares Statement, dass das nur bei eingeschränktem Patientenkollektiv überhaupt Sinn macht. Was wären Situationen, wo du ganz klar sagen würdest, da kommt man rein und da macht die ECMO sicher keinen Sinn? Es macht sicherlich keinen Sinn, wenn man jetzt einen 65-jährigen Patienten mit einer Asystolie vor sich hat. Da würde ich keine ECMO legen. Okay, also ganz klar, primäre Asystolie, immer ein negatives Zeichen und natürlich fortgeschrittenes Patientenalter mit zwar das biologische, nicht das tatsächliche, ist eher ein Ausschlusskriterium. Okay, jetzt habe ich aber einen Patienten, der soll kanuliert werden. Was passiert dann technisch mit dem? Wie gehst du dann vor, wenn du so einen Patienten an so einem Verfahren hängst? Genau, es ist zum einen so, dass man natürlich schnell sein muss, schnell kanulieren muss. Das heißt, wir nähern uns dem Patienten immer von der Leiste her. Wir legen die Kanülen in die Leisten, also in die Vena femoralis und in die Arteria femoralis und schließen ihn dann an die ECMO an. Das Ganze dauert je nach Situation zwischen 20, 25 Minuten Kanulierungszeit, wenn es lange dauert. Meine schnellste Zeit war von Beginn der Punktion bis zum Volllauf der ECMO waren 8 Minuten. Da bin ich eigentlich immer noch ganz stolz drauf. Also das ist ungefähr so diese Zeitspanne, die man dazu benötigt. Und das ist aber auch dringend nötig, dass man da eben so schnell ist, weil der Patient ja in einer Situation ist, wo er gar keinen Kreislauf hat, nicht perfundiert ist und das Gehirn mit jeder Minute eben auch Schaden nimmt. Okay, und dann würde ich mal kurz auf die Punkte eingehen, die wir als Rettungsdienst vielleicht wissen müssen. Und zwar, wenn ich jetzt so einen Patienten habe, der ist jung, der hat eine gute Laienreanimation erhalten, der hat einen defibrillierbaren Rhythmus und ich denke mir, das wäre vielleicht einer für ECLS. Was sollte ich mit dem machen? Ja, da muss man sich genau überlegen, wie man jetzt weiter vorgeht. Es ist eben immer so, dass wir gucken müssen, dass wir den Patienten zu diesem ECMO-Gerät bringen müssen zum einen oder eben das ECMO-Gerät zum Patienten bringen. Und das hängt ein bisschen davon ab, vom Gesamtsetting, wo befindet sich dieser Patient. Wenn der Patient sich 100 Meter, 200 Meter, 500 Meter vom Krankenhaus entfernt befindet, dann macht es Sinn, eigentlich das Krankenhaus vorzuverständigen und zu sagen, wir kommen mit diesem Patienten, immer vorausgesetzt natürlich, dass das Krankenhaus so ein ECPR-Programm unterhält. Wenn das jetzt ein Patient ist, der im vierten Stock ist, schwer bergbar ist und wo man letztendlich auch erwartbar Schwierigkeiten hat mit dem Abtransport, da macht es definitiv Sinn, auf dieses ECMO-Team vielleicht zu warten und den vor Ort zu kandidieren, damit man den dann sicher bergen kann. Okay, und wenn ich jetzt habe ich das ECMO-Team aktiviert, das ECMO-Team ist auf dem Weg oder ich bin vielleicht auf dem Weg in die Klinik. Bis dahin, muss man ja sagen, gilt immer noch
Basisreanimationsmaßnahmen unbedingt adäquat fortführen, richtig? Ja, absolut. Das ist auch das Erste, was ich in so einer Situation sage. Ich stelle mich dann immer ganz gerne kurz vor und sage den Leuten, die im Raum sind, wir kümmern uns um den Patienten in der Leiste, der Kopfteil gehört euch und ihr macht einfach den Algorithmus, so wie ihr das gerade macht, weiter und wir sagen nur kurz Bescheid, wenn wir irgendwelche Prozeduren machen, wo wir informiert werden müssen, dass zum Beispiel defibrilliert wird. Okay, und jetzt hast du gerade eben schon mal gesagt, also es gibt Bereiche, wo die ECMO eben zum Patienten hinkommt, zum Beispiel hier in Nürnberg ja mit deinem Live-Projekt auch oder auch in Regensburg zum Beispiel. Es gibt aber ja auch Bereiche, wo ein anderes Verfahren gemacht wird, nämlich dass der Patient zu ECMO gebracht wird. Kannst du ganz kurz sagen, was so aus deiner Sicht Vor- und Nachteile sind und wohin die Reise aus deiner Sicht geht? Also die Reise geht sicher zu einem gemischten Vorgehen. Also ich würde das so machen, dass man Patienten, wo erwartbar ein langer Transport nötig ist, da würde ich eher die ECMO zum Patienten bringen, wo erwartbar der Transport kurz ist und die Wege gebahnt sind, da würde ich eher dafür Sorge tragen, dass man den Patienten nicht so lange vor Ort versorgt, sondern unter Reanimationsbedingungen dann in die Klinik bringt. Das muss man dann aber auch tun. Was keinen Sinn macht, ist vor Ort alles zu versuchen und dann nach 30, 45, 60 Minuten die ECMO nachzubestellen, weil da ist schon zu viel Zeit abgelaufen, das hält das Gehirn nicht aus. Okay, und ich werde euch ein paar ganz interessante Studien dazu auch in die Shownotes packen, wo ihr mal seht, wie leistungsfähig eigentlich so ein ECLS-Verfahren sein kann und was es da für Studien auch schon zu gibt. Und dann wird man eigentlich erstmal verstehen, wie effizient dieses Verfahren bei den richtigen Patienten auch eben sein kann. Jetzt habe ich zuletzt noch ein paar Fragen an dich, weil du ja das Live-Programm, also das ECMO-Programm hier in Nürnberg eigentlich initiiert hast, kann man ja sagen. Wo eben das ECMO-Verfahren zum Patienten im Herz-Kreislauf-Stillstand gebracht wird. Was mich interessiert ist, was waren für dich so die wichtigsten Learning Points? Oft lernt man ja ganz, ganz viel, wenn man so ein System etabliert. Und was wären Fehler, wo du sagst, die müssen andere Rettungsdienstbereiche vielleicht nicht machen? Oder was hast du aus Fehlern gelernt und jetzt verbessert? Also richtig große Fehler haben wir eigentlich nicht gemacht. Es ist schon das Projekt so gelaufen, wie man es eigentlich auch vorgestellt hatten. Was aber ein Learning Point war, ist, dass wir die Werbung dafür machen mussten und viel Werbung dafür machen mussten, frühzeitig alarmiert zu werden. Das hing natürlich dann auch immer wieder von den Leuten vor Ort ab. Manche denken früher dran, manche später. Tendenziell muss man sagen, dass wir bei unserem Projekt in größer 80% der Fälle eigentlich eher zu spät gerufen wurden. Sprich, der ECMO-Vollfluss, der war immer größer 60 Minuten in diesen Fällen und das ist einfach zu spät fürs Gehirn. Mit diesem ECMO-Vollfluss, wenn wir den erreicht haben am Einsatzort, sieht man immer klassisches Phänomen, dass man danach einen Rhythmus kriegt bei den Patienten. Ne? Wenn es ein Kammerflimmern war und dann kommt plötzlich der ECMO-Vollfluss, dann habe ich in jedem einzelnen Fall gesehen, den wir behandelt haben, dass der nach dem nächsten Schock ein Rhythmus da war, der deutlich besser war, als was man vorher hatte. Manchmal sogar auch ein Sinusrhythmus und der Patient hat sich begonnen zu stabilisieren. Das geht also fürs Herz. Das Problem ist bloß, dass das Gehirn in der Zeit schon so geschädigt ist, dass wir viele Patienten dadurch verloren haben, dass sie dann eben diesen schweren hypoxischen Hirnschaden entwickelt haben und wir die Therapie dann eingestellt haben. Okay, aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, dass man frühzeitig eben, wenn dann auch aufs Ganze gehen muss. Und jetzt muss man ja sagen, es ist tief im Winter, rund um Weihnachten herum. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest drei Wünsche für so ein ECMO-Programm, was wäre das? Also einmal haben wir schon gehört, also frühzeitige Alarmierung durchs Rettungsteam. Genau, das wäre eigentlich der Hauptwunsch, das wäre auch mein zweiter Wunsch, das wäre auch wieder die frühzeitige Alarmierung, muss man sagen. Und dann würde man sich natürlich wünschen, dass die ganzen Prozesse dann so geübt und eingeschliffen sind, dass das dann auch nahtlos die Patientenversorgung klappt. Wobei ich auch hier bei dem Projekt immer die Erfahrung gemacht hatte, dass es da erstaunlich schnell ging, alle Leute im Team da mitzunehmen und dass die Versorgung dann wirklich gut geklappt hat.
Und ich würde mir noch eine extrem gute Laienreanimation wünschen, übrigens. Das ist genau der Punkt. Ne? Wenn die das nicht geklappt hat am Anfang, wenn die nicht laienreanimiert wurden, wenn die No-Flow-Zeit größer 10 Minuten ist, muss man auch damit nicht anfangen, mit so einem hochinvasiven Verfahren. Am Schluss reißt man das dann nämlich nicht mal raus. Der Hirnschaden ist da. Okay, das heißt, ich fasse jetzt nochmal ganz kurz so ein bisschen zusammen. ECLS, das ist ein hocheffektives Verfahren im Rahmen der Reanimation durch das Anlegen einer ECMO, einer venoarteriellen ECMO, eben die Herz-Lungen-Leistung zu kompensieren, und zwar vollständig. Was kann man damit machen? Ein Bridging, bis der Patient adäquat behandelt ist und wieder selbstständig einen Kreislauf entwickeln kann. Wie funktioniert das Ganze? Im Endeffekt wird VA kanuliert und das kann man entweder in der Präklinik machen oder im Schockraum. Für beides gibt es Pro- und Kontra-Argumente, muss man sagen. Und ganz, ganz wichtig ist, das habt ihr hoffentlich alle mitgenommen, dass eine hervorragende Reanimation bis zum Zeitpunkt der ECMO auch gelaufen ist und der Zeitpunkt zwischen Kreislaufstillstand und ECMO-Anlage möglichst kurz gehalten wird. So, das war's wieder von uns. Unbedingt gerne Fragen stellen, kommentieren, teilen, liken, wie auch immer, was auch immer. Vielen, vielen Dank, lieber Matthias, für all das, was du in meiner Weiterbildung für mich gemacht hast und für das, was du jetzt auch im Video für uns gemacht hast, Rede und Antwort gestanden hast. Und euch allen alles Gute und viele Grüße. Ciao. Ciao.